Hier dürfen die Geissens ihr künstlerisches Talent beim Maskenbemalen beweisen. So here we can do our own mask. Of course. Wow. Das sieht ja toll aus. Schatz, ich würde dir die empfehlen. Mal eine. Ich nehme eine weiße. Weiß sind die alle, Robert. Ja, ja, stimmt. Guck mal hier, die kriegt Davina, Pinocchio. Sieht das aus? So? Ja, das sieht aus. Ja? Ja, wo ist ein Spiegel? Ein Specki, Queen Nancy. Ein Specki. Hast du einen Specki? Benito. Ganz hinten. Ja, du musst Licht anmachen, sonst siehst du nichts im Specki. Ich sehe auch im Dunkeln. Ja, das sieht doch aus so, oder? Die muss was breiter sein, ne? Oder? Bisschen lange Nase. Ne? An der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes, Schatz. Die kannst du nehmen, die passt zu dir. Dann nehme ich doch die hier. Ja. Nee, das ist zu übertrieben, Schatz. Also jetzt musst du auch nicht über... Hey, der Elefantenrüssel am besten. Auch nicht schlecht. Ja, das passt zu dir. Eine Bastelstunde ganz nach dem Geschmack der Selfmade-Millionäre. Bei Carmen macht sich jahrzehntelanges Malen nach Zahlen bezahlt. Robert tüncht eher großflächig. Kostet nie fertig sein. Aber guck mal, wie schön das wird, Junge. Ja, das ändert ja nicht so. Du kannst ja nicht den ganzen Tag hier in so einem Atelier jetzt rumsitzen. Doch, das ist doch Kunst. Wenn ihr es aber noch wenig mit. Das ist doch Kunst. So, jetzt? Ja, toll, Robert. Die sieht aber klasse aus. Ja, die wird ganz toll. Warte ab. Ich weiß ja noch gar nicht, was damit passiert. I need the blower, the blowjob. I need blow dry, so. Okay, we blow dry. Right. Blowjob. Kein Blowjob. Blow dry. Here we go. Good, here we go. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, dann vorstellen. You take it from inside. Oh? Inside. Ah, ja, 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 you are right. Klar. Das ist ein langer Rüssel dran. Ja, schade, dass jetzt die Kinder nicht dabei sind. Ich glaube, das wäre natürlich für die auch was gewesen. Die hätten jetzt natürlich auch mega Spaß gehabt, ihre eigenen Masken zu kreieren. So wie Mama. So, das mache ich auch so. So, ist nicht abgucken. So? All over. Finish. Ich bin fertig. Ich bin in der Zeit. So, komm, ich geh essen. Wir warten noch. Wir sind fertig. Du hast noch 2 Minuten. Cool. Hübsch, Robert. Was gefällt dir denn besonders gut an den Masken der Venezianer? Ja, die hatten auf jeden Fall einen Vorteil. Die Frauen brauchten sich nicht zu schminken. Kein Lippenstift, kein Augen-Make-up, nichts war zu machen. Das heißt also, du fühlst dich eigentlich immer gut. Hast auch keinen Sonnenbrand im Gesicht bekommen. Eigentlich eine coole Nummer. Ja. Ciao. Sehr schön. Mit meiner Nase aufpassen, dass ich nicht gegenlaufe. So, für die kurze Zeit. Mein Mann lässt mir ja leider keine Zeit. Ja. Gehen wir noch in den Shop, gucken, was sie noch für Masken haben. Ich würde dich auch mit Maske erkennen, Robert. Da kannst du machen, was du willst. Mich erkennt jetzt keiner. Ja, ist doch super, so eine Maske zu machen. Seine eigene Maske kreieren zu können, finde ich ganz toll. Ist eine mega Idee. Jetzt habe ich schon Masken mitgenommen für die Kinder. Die sollen das auch zu Hause mal machen. Und ja, dann sind wir demnächst die Masken-Family. So, hier können wir noch gucken. Hier gibt es fertige Masken. Hier brauchen wir uns nicht anzustrengen. Ja. So. Wow. Wirklich bezaubernd, Carmen. Die Maske wird Robert verzaubern und in Sphären des Glücks katapultieren, oder? Hast du einen an der Waffe? Die ist doch der Hammer, oder? Wo zieht man denn so was an in Monaco? Ich bin gerade am Überlegen. Stark. Ich kann alles tragen, finde ich. Robert! Ja, wenn du das kannst, kannst du das auch. Das ist doch der Burner, der Hut. Gib mir mal den Hut. Der Hut ist ja der Knaller. Ja, gib mir mal. Boah, der Hut ist ja wohl die Obergranate. Ja, jetzt musst du die Maske anziehen. Zeig mal. Ja, so sieht das cool aus. Endlich siehst du mal gut aus, Frau. Endlich siehst du mal gut aus, Frau. Hasta la vista, Carmen. Der hat's ja wohl nicht mehr alle. Der Hut ist ja wohl der Knaller. Robert! Ist gut? Doch, das ist gut. Guck mal in den Spiegel, das ist der Burner.
So kann ich gehen, so. Das passt doch der Regenschirm. Die Leute erkennen uns, auf jeden Fall die deutschen Touris, die hier durch Venedig laufen. Und so können wir jetzt eigentlich gehen und machen und tun, was wir wollen. Konkret heißt das für Robert essen gehen. Doch zuerst muss er potenzielle Mitesser loswerden. Ciao. Lunch gibt es in der wärmstens empfohlenen Trattoria à la Madonna. Oskar, hast du auch Hunger? Ich hab Hunger. Ja. 2 Uhr durch. Viel zu spät heute. Oh, thank you. Oh. Thank you. Hier links. So, hier ist das Restaurant. Hier gehen wir jetzt essen. Ah. Buongiorno. In der Feinschmecker-Mittagspause vergeht die Zeit wie im Flug. Also ich fand das echt lecker. Robert, lecker war das. Oh, lecker. Schatz, kommst du? Oh, Robert, kommst du bitte? Ich fand das lecker. Oskar musste noch einen Rülpser machen. Fandst du das nicht lecker? Doch, war sehr gut. Oh, ich muss es ja lecker. Nicht übertreiben, ne? Sonst haben wir beim nächsten Mal die Speisekarte doppelte Preis. Nee, aber es war lecker. Das muss ich sagen. Lecker. Ja. Nee, also wenn ja was lecker ist, dann ist es ja lecker für mich. Dann esse ich ja auch. Wenn es nicht so lecker ist, was ja oft ist, dann esse ich auch nicht. Und so kommt die Kamengeistfigur zustande. Aber jetzt war es lecker. Aber es war richtig lecker. Buongiorno. You are our taxi? Ja. Ah, gut. Pleased to meet you. Gut. That is nice. Nimm mal Oskar rein. Mind the step. Gut. So, dann setze ich mich mal hier hin. Oskar will nach hinten. Schatz. Was machst du denn da? Gibt es denn hier überhaupt gar keine Autos? Hast du schon mal eins gesehen? Nee, eben deswegen frage ich. Hier hast du viel Geld gespart, wenn du hier wohnst. Hier brauchst du kein Auto. Ja, aber die fahren ja mit dem Boot, das ist doch selber. Ja, aber die Boote sind ja nur da als Taxis. Ja, aber du musst die ja nicht brauchen eins doch besitzen. Sprit. Ja, du musst aber nicht eins besitzen. Ah. Schön hier, oder? Worauf wartet ihr? Oh, we can go. We can go. Nee, aber du kannst ja nichts sagen. Es war ja lecker. Es war ja so lecker. Erzähl das Oskar, nicht mir. Oskar, das war so lecker. Ich kann es dir ja nicht sagen, Oskar, wie lecker. Oskar, Mama ist wieder verrückt. Hör nicht hin. Ja, ich liebe Italien, weil die haben so gutes Essen. Weißt du, was bestimmt hier auch lecker ist? Das Eis, was die Italiener haben. Das ist bestimmt so lecker. Und Oskar, mal die Ohren zu, weil ich will ja auch ein Eis haben. You are my president. Nach dem Zimmer bist du jetzt nur noch mein Präsident. Will ich aber nicht. Kann er nicht schneller fahren? Mein Gott. Präsidentensuite, Fahrtwind und Frühlingsgefühle gehören für Robert einfach zusammen. Die Schicht von Reiseführer Enrico ist zu Ende. Luxusreiseführerin Marie-France übernimmt. Carmen, nice to meet you, Marie-France. Das Ziel Deluxe, ein traditionelles Kostümatelier. This is Stefano, Carmen. Carmen, nice to meet you. Robert. Hi. Welcome. This is the great artist, the one who designs the whole thing, the one who makes the costumes for opera, for all over the world, for movies, for movies and everything. And he's going to explain to us a bit the story of costumes. Schneidermeister Stefano Nicolao plaudert aus dem Nähkästchen. Er ging schon allen Stars an die Wäsche. That is the original one. This is the original. 18th century from 300 years ago. Okay. Wow. And the real one. It's a real. This is a real costume. I both in France, and it's a real silver embroidery and silver thread. Yeah. That's right. It's oh, original. So that much Mayan cool. 300. It's very important for me to have a real pieces, the antique one. Also ich finde sowas immer noch top aktuell. Und wenn man zum Beispiel eine Hochzeit hat, ich meine, jede Frau möchte dann aussehen wie eine Prinzessin. Und irgendwo kommen die Hochzeitskleider ja auch aus der Antike, aus dem Zeitraum, weil man will ja dann auch pompöse Kleider oder so anziehen. Und ich finde das sehr schön. Ich würde mal gerne so ein Kleid anziehen.
Tja, also Robert hat da natürlich wenig dafür über, jetzt hier Kostüme anzuziehen. Aber ich denke einfach mal, der Carmen wird es Spaß machen. Oskar wird sich mal anschauen, weil er sieht es, glaube ich, heute das erste Mal. Andernfalls kann er die Augen zuhalten. Das ist ein nice one. Oh, yes. Wow. Also the Pirates of the Caribbean, he did also. Yes. Oh, isn't that beautiful? This is beautiful. You like it? Yeah. Can I wear this? Yes, I think. Huh? I can. I think it's just your size. Oh, cool. You like that? Oh, yeah. This is like a king. Queen. And the king? We have to find him a dress. He's my president. He's your prince. Since yesterday. Okay, we go to fit? Oh, yes. Okay. So, da braucht man wahrscheinlich ein paar Leute für, bis man das Ding hat. Okay, weißt du, was du alles anziehst? Geh mal gucken, was hier noch alles gibt. Ja, guck mal, ob du noch was findest. Für echte Männer gibt es nur das Cowboy-Kostüm. Danach kann Robert hier lange suchen. Ja gut, die Frauen wollen natürlich immer Prinzessin sein oder Königin sein. Und wenn du natürlich am Ende diese Kostüme hier siehst, die tatsächlich ja für Prinzessinnen oder Könige gemacht sind, natürlich klar, dass eine Frau das immer wieder anziehen will. Das ist dasselbe wie bei der Hochzeit. Der Mann läuft mit einem schwarzen Anzug rum, die Frau mit dem weißen Kleid. Normal, es ist eben so. I think we look what Carmen is doing. She should look good in her costume. That was really nice, wasn't it? Yeah. Now we'll see Carmen. Noch nicht gucken. Okay, we don't know. Carmen will be coming out. Okay. So haben die getanzt, no? Yeah. Minuet. Ist das schön, das Kleid. Ja, also ich finde auch. Also ich komme mir so vor, als wäre ich für die Zeit geboren gewesen. Natürlich musst du dafür natürlich auch Knete haben, ne? Sonst läufst du in Lumpen rum. Aber ich denke mir mal, ich hätte mich auf das hochgearbeitet. Ich finde das so schön. Das ist doch ein Traum, glaube ich, von jeder Frau. Ich komme mir vor wie jetzt eine Königin. Oskar schaut schon mal. Oskar ist am Gucken. Okay, ich komme. Ja. Okay, Benna. Schatz? Und? Also auch stolpernett, schön, schick. Was sagst du? Cool, du bist ein bisschen klein, ne? Ich habe aber High Heels an. Echt? Guck. Naja. Ist das nicht hervor? Da kann man einmal so durch Venedig gehen, das ist doch der Burner. Ja, dann mach mal, geh mal raus. Na, ja. Ist mit mir? Du musst aufpassen, dass die zwei Hänsel und Gretel nicht rausrutschen. Genau. Sag so, guck mal, und dann haben wir so getan. Ich bin heute deine Königin, mein Schatz. Du bist mein Präsident. Ah. Wenn ich jetzt so einen Friseur hätte, das wäre der. So hätte ich ja geheiratet. Is it comfortable? Ja. Comfortable. Totally comfortable. Ja. Yeah. Dann geh mal. Ja, so. Beautiful. It's beautiful. Ich bin noch für die Zeit geboren, oder? Tate. You look gorgeous. Really. Das ist der Hammer, einmal sowas anzuhaben. Wenn man einem Mann gefallen wollte, hat man dann die Maske vom Gesicht genommen. Denke ich mir mal, oder? Keine Ahnung. Das ist doch wohl, mehr geht doch nicht, oder? Darf ich ein Foto draußen am Kanal machen? Ja, ich mache ein Foto mit dir draußen. Muss ich haben, ich muss da so ein Foto haben. Madame braucht zwar keine Corsage, ein Foto jedoch ist Pflicht. Monsieur kombiniert dazu Mantel mit Schälchen und Maske überm Freizeitoutfit, was Robert nicht alles tut für das romantischste Urlaubsfoto der Welt. Kannst du nicht mal bitte die Sonnenbrille ausziehen? Nein. Ach, meinst du, die hatten früher schon Sonnenbrille? Ja. Du bist ja so blöd, bist du. Ja, ich hab das jetzt der Frau zuliebe gemacht, weil sonst hätte ich mir das Venice ja hier sparen können. Sind wir schon mal einmal in Venedig, dann zieht man auch so ein Clown-Kostüm hier an. So, jetzt hat die Frau ihre Fotos, jetzt hat sie ihre Erinnerungen, jetzt kann sie davon ja die nächsten 10 Jahre zehren.